Ja, willkommen zurück aus der Mittagspause und gleich ein großes Thema, Wirtschaft in der Sackgasse. Wir versuchen, die Blickrichtung vielleicht ein bisschen zu ändern und versuchen, Wege daraus zu finden. Ich habe hier einen sehr interessanten Kreis von Panelisten und ja, es scheint ja fast so, dass Griechenland vor einer schier unlösbaren Aufgabe steht, wie damals der griechische Held Herkules. Ein Teufelskreis tut sich auf. Drastische Sparmaßnahmen, Steuererhöhungen, sinkende Nachfrage, fehlende Kredite, rückläufige Investitionen. Es gibt also ziemlich viele Gefahren für Griechenland. Der griechische Finanzminister Venizelos sagte, dass die Ökonomie des Landes fast aufhören könnte zu existieren. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte gestern noch, der Rettungsschirm müsste aufgestockt werden. Während die deutsche Bundeskanzlerin einen ziemlich harten Kurs fährt und sagt, wir müssen sparen. Das ist also die große Frage. Ist die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur in Griechenland die richtige Strategie? Sollen wir einen neuen Green Deal einschlagen? Es ist ein ziemlich großer Spagat zwischen Sparen und Investieren. Was gibt es für Probleme zu lösen? Wie kann Griechenland wieder am internationalen Wettbewerb teilnehmen? Welche Produkte können für den internationalen Weltmarkt produziert werden? Bereits jetzt sehen wir ziemlich viele junge Leute ihr Land verlassen und suchen Jobs in anderen Ländern. Es gibt also ziemlich viele Fragen, ziemlich viele Probleme. Ich habe die dankbare Aufgabe, erstmal meine Panelisten vorzustellen. Ich bin sehr froh, dass wir einen sehr unterschiedlichen Kreis an Panelisten gefunden haben. Wir haben heute 3 Gäste aus Griechenland, 2 Wirtschaftsprofessoren und einen zukünftigen Europaparlamentarier und 2 Deutsche, die in Griechenland vor Ort tätig sind. Ich würde gern beginnen mit dem Professor Chorios Stathakis, der uns erst einmal erklärt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich Griechenland in eine Staatsfinanzkrise reinmanövriert hat. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι ιδιαίτερη χαρά. Guten Tag, ich freue mich sehr für die Einladung, das ist für mich eine besondere Freude hier zu sein. Ich spreche über die Resultate meiner Rede. Das erste Resultat ist, dass der Staatsdefizit in den 80er Jahren entstanden ist und das war nicht und es kann nicht das Problem der griechischen Wirtschaft sein, zumal es in den letzten 20, 30 Jahren so war, wie es ist. Zweite Schlussfolgerung, die griechische Wirtschaft hat sich transformiert in den 90er Jahren und in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts und wurde zu einer der stärksten Wirtschaft Europas, ich erkläre das. Und drittens, die einzige Eigenartigkeit ist, dass die Reichen in Griechenland und die höheren Schichten keine Steuer zahlen. Sonst ist nichts anderes eigen an Griechenland. Und das Memorandum führt Griechenland zu dem Bankrott. Das ist die falsche Politik im falschen Moment. Das sind meine 3 Schlussfolgerungen und ich beginne bei der ersten gleich. Wann ist das griechische Defizit entstanden, die griechischen Schulden? Das bis zum Jahr 74 war das sehr niedrig noch, weil kein soziales System in Griechenland gab. Das soziale Gesicht entstand in den 80er Jahren. Und die öffentlichen Ausgaben waren in der Nähe des europäischen Durchschnitts bereits in den 90er Jahren. Und das geschah durch eine Politik des Leihens. Und hier ist das erste Bild. Im Jahr 1993 hatte Griechenland eine Staatsverschuldung in der Höhe von 110% des BIPs. Und dort bleibt es bis heute. Das heißt, dass die Staatsschulden, die sind eine alte Geschichte und die erklären nicht die Entwicklung Griechenlands später. Die Entwicklung in Griechenland geschah nicht aufgrund von fremden Geldern. Eine zweite Eigenartigkeit Griechenlands. Griechenland hat ein Defizit jedes Jahr seit 1900.
1979 bis heute, also über 33 Jahre. Sie sehen hier, am höchsten ist es im Jahr 1990 und dann nimmt es allmählich ab, wie wir Richtung 2000 kommen und dann schwankt es wieder. Das heißt, auch der Staatsdefizit an sich ist kein großes Problem. Nun, 1995 bis 2008, die griechische Wirtschaft passt sich an die Gebote der Globalisierung und der Öffnung der Wirtschaft an, und zwar mit großem Erfolg. Was war damals das Motto? Öffnen Sie die Wirtschaft, internationalisieren Sie die Wirtschaft, öffnen Sie sich gegenüber den geografischen Räumen, den weiteren geografischen Räumen. Das tat auch die griechische Wirtschaft. Also 1995 wurden alle Einschränkungen für den Kapitalverkehr abgeschafft. 1996 bis 1999 hatten wir einen Rekord an Privatisierungen. Da wurde alles privatisiert. Eines der Probleme des Memorandums heute ist, dass es keine Betriebe da sind, die privatisiert werden können. Das wurde schon damals gemacht. Häfen, Flughäfen, die große Brücke im Süden von Griechenland, die Banken, alle große Gesellschaften und Unternehmen, die es gab. Heute ist der griechische Staat der Staat, der die wenigsten Besitzeigentümer hat in Europa. Was hat Griechenland dann getan? Sich ausgeweitet nach zum Balkanraum hin und auch Türkei. Entwickelte sich vor allem in den zwei Bereichen, wo Griechenland stark ist, nämlich Schiffbau und maritime Bereich sowie. Und all das hat es Griechenland getan, indem es versuchte, eine Neustrukturierung der Wirtschaft über den Markt, also über die Börse, zu erreichen. Der Anstieg der Börse in der Zeit von 1998 bis 2000. Also Griechenland hat eine gewalttätige Anpassung seiner Wirtschaft an die Gebote der neoliberalen Globalisierung gemacht. Nun, welche ist nun diese neue griechische Wirtschaft, die entstanden ist? Wenn wir die Zahlungsbilanz, die Handelsbilanz in Griechenland sehen, dann sehen wir, das hat nichts zu tun mit der Bilanz in den 70er und 80er Jahren. Die griechische Wirtschaft verdient ihr Geld hauptsächlich anhand von drei Säulen. Das Geld der maritimen Wirtschaft, aus dem Tourismus und aus dem Export von Industrie- und Agrarprodukten. Insgesamt 9% von BIP nimmt der Export ein. Aber zur gleichen Zeit sind die Importe auf 35% gestiegen, haben sich praktisch verdoppelt. Drittens, die Dynamik der Wirtschaft hat man gesehen, indem man sah, dass die Beschäftigung anstieg von 3,2 Millionen im Jahr 1990 auf 4,3 Millionen im Jahr 2000. Konnte diese Transformation der griechischen Gesellschaft mit einer nationalen Währung geschehen? Nein, mit der Drachme hätte es nicht geschehen können, weil das auf den Währungsfluss praktisch sich stützte, nämlich aus dem Tourismus, aus dem maritimen Bereich. Also Euro war schon von strategischer Bedeutung. Ansonsten wäre das Kapital nicht nach Griechenland hineingeführt worden. Das heißt also, vor dem Euro, 96 bis 2000, hat Griechenland die Politik der starken Drachme angewandt. Sie hatte schon eine feste Währung, bevor sie zum Euro kam. Warum ist sie aber nicht stärker geworden damals? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, dass die Entwicklung sich auf eine Schuld gestützt hat. Warum
Warum ist diese Verschuldung nicht zurückgegangen? Erstens, weil das Leihen sehr billig war in der Zeit 2008. Und zweitens, weil bei dieser Transformation der Staat eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Es musste den Baubereich für die Olympischen Spiele und so weiter und so fort und die ganz strukturellen Maßnahmen noch finanzieren. Die Ursache des Finanzproblems heute in Griechenland, das sind die öffentlichen Ausgaben im eine Tafel mit den Ausgaben Griechenlands im Vergleich zu den anderen EU-Ländern. Man sieht hier, dass die öffentlichen Ausgaben unter dem Durchschnitt des Europa, der EU von 15 Staatsmitgliedern lag. Gehen wir nun zum Defizit des Haushalts. Griechenland hat immer ein größeres Defizit als der europäische Durchschnitt, aber sehen Sie bitte die Schwankungen. Die griechische Wirtschaft ist integriert in Europa, sie gehört dazu. Auch die geringsten Schwankungen, sogar beim Defizit des Haushalts, folgen dem europäischen Durchschnitt. Schon allein der Gedanke, dass Griechenland was anderes ist, ist total irreführend. Da sind die Beamten in Griechenland, da sind Daten von OECD. Nur im Jahr 2009 erhöht sich der Anteil im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Da sind die bekannten 100.000 Einstellungen, die Nea Demokratia, damals die konservative Partei, gemacht hat vor den Wahlen. Sehen Sie hier die Wehrausgaben im Vergleich zu Griechenland. Die erhöhen sich nur, als die zwei großen Käufe stattfinden, 1998 und 2002. In der sonstigen Periode sind 2 bis 2,5%. Das ist ein Mythos, dass es ja auf 4%, dass die Wehrausgaben 4% betreffen. Und nun, die sogenannte griechische Eigenartigkeit. Wir geben weniger Geld in Griechenland aus für Ausbildung. Das ist die erste Spalte im Vergleich zu Europa. Wir geben etwas mehr aus für die Zahlung für unsere Kredite, ja. Das sind die Gesamteinnahmen des Staates. Die sind um 6% weniger als der europäische Durchschnitt. Die nächste Spalte zeigt, dass die Versicherungsabgaben bzw. unmittelbaren Steuern genauso sind wie im sonstigen Europa. Und das einzige Loch ist da hinten, und das sind die Einnahmen von der Einkommensteuer. Einkommensteuer zahlt kein reicher Mensch in Griechenland. Also das heißt dann Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmen, kleine oder größere Unternehmen, Bauunternehmen, wo auch spezielle Steuerregeln gelten und so weiter und so fort. Also der einzige Unterschied von Griechenland im Vergleich zum restlichen Europa ist, dass man dort 5% des BIPs aus der Einkommensteuer auch bekommen. Ich denke, hier liegt die Ursache für das Problem. Öffentliche Schulden, die Krise findet statt. Sind die öffentlichen Schulden heutzutage ein Problem in der Welt? Sehen Sie, in den letzten 2 Jahren ist es gestiegen von 28 Milliarden zu 41 Milliarden und vor allem da in den USA. Seit wann soll das als ein Problem werden, gelten? Und dann noch eine Schlussfolgerung, warum das Memorandum zum Bankrott führt. Das Memorandum ist kein Plan, um den öffentlichen Schulden zu verwalten. Es gibt keinen Plan zur Verwaltung der öffentlichen Schulden. Wenn Sie den Bericht von Troika lesen, dann steht da, im Jahr 2020, das ist die Perspektive, wir wollen von 44% die öffentlichen Ausgaben auf 32% des BIPs sinken lassen. Und ich erinnere Sie, dass 32 gilt für Länder in Lateinamerika und noch niedriger für Länder in Afrika. Kein westliches Land hat öffentliche Ausgaben, die unter 40% liegen. Das heißt, das ist ein Plan zur Deentwicklung einer Wirtschaft. Wir haben keinen lebensfähigen Plan, was die Schulden anbetrifft. Das wäre etwas, was die öffentlichen Abgaben auf eine logische Ebene beschränkt, vielleicht 40%.
und die öffentlichen Einnahmen auf 43% steigt. Das wäre eine lebensfähige Verwaltung des Finanzproblems. Das Memorandum bisher hat es geschafft, einen historischen Rekord für eine westliche Wirtschaft zu schaffen. Die griechische Wirtschaft hat 15% vom BIP verloren, was nach dem Krieg mit Ausnahme der osteuropäischen Länder in ihrer Übergangsphase und Ausnahme von Argentinien, es gibt keine andere Wirtschaft in dieser Welt, die minus 15% eine Senkung von BIP hat. Also ich wiederhole, das Memorandum kann nicht die Ursachen des Problems lösen. Es gibt keine Lösung in Griechenland ohne Europa. Griechenland kann sich selbst nicht retten. Die europäische Lösung ist jene, die fehlt, zusammen mit Veränderungen und Reformen in Griechenland, die die Probleme der griechischen Wirtschaft auch lösen können. Vielen Dank, Herr Professor Stathakis. Jetzt würde ich gerne unseren zweiten Panelisten, Herrn Martin Knapp, er ist der Geschäftsführer der Deutsch-Griechischen Handelskammer in Athen, bitten, aus seiner Sicht vorzutragen, wie es vielleicht zur Staatsfinanzkrise kam. Er hat ein paar interessante Überlegungen, denke ich mal, auch zur Historie. Und ich würde auch gerne ihn bitten, eine Bestandsaufnahme der griechischen Realwirtschaft aus deutscher Sicht zu bringen. Welche Sektoren sind betroffen? Wo gibt es Möglichkeiten für Exporte? Es muss doch möglich sein, nicht nur Olivenöl oder Schafskäse aus Griechenland zu exportieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben ja jetzt schon einiges gehört über die Geschichte der Staatsschulden in Griechenland. Auch sehr interessantes, auch sehr, ich glaube, wo nachher auch eine, glaube ich, eine ziemlich lebhafte Diskussion stattfinden wird. Wir als Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer haben einen etwas anderen Schwerpunkt. Wir beschäftigen uns weniger mit den staatlichen Ausgaben und den Staatskassen, sondern wir interessieren uns natürlich ganz besonders für unsere Mitgliedsfirmen. Und unsere Mitgliedsfirmen sind ein Teil der griechischen Realwirtschaft. Und die griechische Realwirtschaft ist im Moment auch für uns das große Sorgenkind, denn ohne die Realwirtschaft sehe ich auch für den Tag danach keine Chance für Griechenland, sich wieder auf die Beine zu kommen. Und deshalb möchte ich auch so ein bisschen auch auf die Historie eingehen, denn nicht nur als gelernter Historiker macht man das sowieso, aber auch weil in den deutschen Pressen so wenig darüber geschrieben worden ist, über die griechische Realwirtschaft und ihre Probleme. Man hat immer nur über diese Dinge gehört, diese etwas malerischen Sachen mit der Korruption und der Bürokratie und all diese Dinge. Vieles von dem war natürlich auch richtig. Das meiste stammt ja übrigens auch aus der griechischen Presse, das darf man nicht vergessen. Aber es ist doch eine sehr einseitige Darstellung gewesen in den letzten 2 Jahren und deshalb wage ich jetzt doch mal ein bisschen zurückzugehen. Es gibt eben noch ganz andere Ursachen auch für die griechischen Probleme als das, was man normalerweise hier in Deutschland in der Presse, auch in der seriösen Presse, so erfährt. Ganz kurz der Zweite Weltkrieg. Gut, das war, Griechenland gehört sicher zu den Ländern, die am meisten gelitten haben im Zweiten Weltkrieg. Das darf man speziell hier in Deutschland nicht vergessen. Aber eine ganz besondere Geschichte ist eben der Bürgerkrieg, der anschließend stattgefunden hat. Und dieser Bürgerkrieg hinterließ für 30 Jahre eigentlich eine geteilte Gesellschaft. Die Leute, die nicht auf der Siegerseite gestanden haben, die wurden ausgegrenzt und hatten eigentlich keinen richtigen Anteil am Wirtschaftsleben, am Staatsleben und das geht eigentlich sogar über die Diktaturzeit hinaus bis zu dem Schicksalsjahr 1981. 1981 ist deshalb ein Schicksalsjahr, weil eigentlich 2 Dinge passieren. Andreas Papandreou wird gewählt, Herr Professor Stathakis hat es ja schon gesagt, der Sozialstaat wird in Griechenland in den 80er Jahren entsteht. Er hat ein riesiges Nachholbedürfnis, auch dieser Teil der Gesellschaft, der bis dahin
dahin praktisch außen vor geblieben war, musste integriert werden. All das hat doch ganz schön ins Geld gezogen und seitdem, das haben wir eben ja gesehen, haben wir dieses ziemlich stabile öffentliche Defizit, was auch mit dem Sozialstaat unmittelbar zu tun hat. Ja, hinzu kommt natürlich bei Papandreou auch, und das darf man nicht verschweigen, eine nicht gerade sehr investorenfreundliche Politik. Ich habe noch lange ein Plakat im Schrank gehabt. Ich habe es leider in den letzten Jahren irgendwann mal weggeschmissen. Das ist aus dem Wahlkampf 81. Da steht dazu Griechenland den Griechen, Elladas to Salinis von der PASOK. Dann ist da so ein Schleier, so ein Grauschleier über der griechischen Landkarte, wo die verschiedenen internationalen Firmen alle eingewebt sind, die Namen, und so eine Hand, die reißt das da weg. Ja, das war schon so ein bisschen so eine Politik, die doch sehr skeptisch, sagen wir mal, gegenüber den internationalen Investoren war. Ja, der andere Punkt ist natürlich der EU-Beitritt, der entscheidende Einschnitt des Jahres 1981. Und dieser EU-Beitritt hatte doch ganz entscheidende Folgen, speziell für die griechische Industrie. Griechenland war nie so ein tolles Industrieland, aber es gab doch eine nennenswerte Industrie, zum Beispiel im Konsumgüterbereich. Ich nehme also als Beispiel die Haushaltsgeräte. Ja, es gab, wie auch in anderen Bereichen, da alles irgendwie doppelt. Es gab eine teure Version, die war eingeführt, da waren ganz schön Zölle drauf und das war was für die Wohlhabenden. Und es gab eben eine preiswertere, in Griechenland selbst produzierte Variante. Nehmen wir mal eine klassische Firma, die gibt es nicht mehr, deshalb kann ich den Namen nennen, ohne Schleichwerbung zu betreiben, Firma Eskimo. Die hat mal angefangen mit diesen Stangeneiskühlschränken, wo man also dieses Stangeneis reinschob. Die Älteren können sich an die Dinger erinnern. Und dann haben die in den 60er Jahren angefangen, Elektrogeräte zu produzieren. Und zwar, ganz interessant, das erinnert fast an China, die haben immer erst Lizenzproduktion angefangen, erst bei den Herden, und ein Jahr später haben sie ein eigenes Modell rausgebracht. Also bei den Kühlschränken erst, dann bei den Herden, dann bei den Waschmaschinen, zum Schluss bei den Geschirrspülern. Jeweils ein Jahr später kam dann das eigene Modell. In ihren besten Zeiten hatten sie mal 27% Marktanteil in Griechenland, also schon ein Koloss. Sie haben sich dann auch vorbereitet auf den Beitritt der EU, zur EG damals. 1977 haben sie sich mit ihrem großen Konkurrenten Isola zusammengeschlossen zur Elinda. Aber eigentlich sofort nach dem EU-Beitritt kommt der Run auf die ausländischen Marken. Die hatten einfach den Glamour-Effekt von früher, ja, weil das eben die besseren Sachen waren. Ja. Das wurde einfach so festgesetzt. Eigentlich Quatsch. Wir haben also 20 Jahre so einen Herd gehabt. Der hat also wunderbare Dienste geleistet über 20 Jahre. Er hatte überhaupt keine Probleme. Er war auch nicht schlechter als das, was aus dem Ausland kam. Aber er hatte eben nicht diesen für die Konsumenten nicht diesen Touch des Internationalen. Es ist auch noch, natürlich ist dann auch diese Firma Elinda dann den Weg aller griechischen Industrien gegangen, nicht aller, Gott sei Dank, aber doch vieler, in die erste Treuhand. Es gab nämlich in den 80er Jahren schon den OAE, den Organismus Anasynchrotis Epicheresion. Das war eigentlich nichts anderes als eine Treuhand. Das heißt, hat ja auch schon von der Privatisierung gesprochen, dass diese Privatisierung natürlich nicht sehr glücklich gelaufen ist, auch für die Firmen, aber das kennen wir ja auch aus der ehemaligen DDR. Ja, übrigens auch die ausländischen Unternehmen, die damals in Griechenland waren, die haben sich dann auch oft zurückgezogen. Ich denke, auch mal ein Beispiel, deutsche Glühbirnenfirma Osram, die hatte so einen kleinen Laden, wo 100 Leute mehr oder weniger den ganzen Bedarf abdeckten an Glühbirnen für Griechenland. Die haben sich natürlich 1981 auch gedacht, naja gut, jetzt ist es nicht mehr nötig, jetzt können wir das ja von außen abdecken, was sollen wir diesen kleinen Laden da aufrechterhalten. Außerdem kamen jetzt ja auch die Konkurrenzprodukte ins Land ohne Zölle, sodass sich auch dieser Heimvorteil nicht mehr ausnutzen ließ. Mit dem Ergebnis, man ist dann eben weggegangen, und das ist vielleicht ganz charakteristisch, dass da, wo früher jetzt diese Glühbirnen produziert wurden, ist heute ein Supermarkt. Und ich glaube, das ist auch symbolisch für die Entwicklung der griechischen Industrie. Übrigens waren diese 80er Jahre dann auch das Paradies der Importeure.
Ich kann mich erinnern, wenn man als Ehemann mit seiner Ehefrau einkaufen geht, dann wird man ja manchmal in der Ecke stehen gelassen, weil die Ehefrau noch was zu suchen muss. Und so landete ich damals in dem Athener Vorort Kalisthea, was nicht mal sonderlich schicker Vorort ist, vor dem Senfregal. Und habe dann aus Langeweile die Senfsorten gezählt. Und da gab es also sage und schreibe 42 verschiedene Sorten Senf. Nicht Packungsgrößen, sondern Sorten. Das war diese Zeit, wo alles, was kam aus dem Ausland, war gut und wurde gekauft. Und das lange vor dem Euro. Ja, der nächste Schlag, 1990, die Wende im Osten. Ja, was hat die damit zu tun? Ja, die hat eine Menge damit zu tun, denn damals ist ein Teil der griechischen Industrie weggegangen, die Bekleidungsindustrie, die ist praktisch ganz umgezogen Richtung Norden. Das war ja auch schon diese, oft ja noch, haben die Griechen selber das ja noch gemacht. Wir haben auch als deutsch-griechische Industrie- und Handelskammer diese Entwicklung gefördert, weil wir wussten, entweder bleiben sie dabei, die Hellenen, oder sie sind völlig draußen. Und da haben wir ja selber auch, ich habe ganze Busladungen auch nach Bulgarien gebracht von Unternehmern, die neue Fertigungsmöglichkeiten suchten. Das war die einzige Möglichkeit, dass die überhaupt noch da drin blieben, sonst wäre die Sache völlig an den Griechen vorbeigelaufen. Und deshalb haben wir damals lange überlegt, machen wir das? Ja, wir machen das, wir waren ja unsere Mitgliedsfirmen und wir haben denen geholfen, tatsächlich auch über unsere Schwesterkammern Fertigungsbetriebe in diesen Ländern zu finden. Und das war auch gut so, denn ansonsten wäre es 2-3 Jahre später völlig aus gewesen. So gab es noch einen Teil des Mehrwertes, der weiterhin über Griechenland lief. Ja, Tatsache ist aber, dass seit 1990 etwa in Griechenland zumindest keine größere Investition mehr in die Produktion in irgendeiner Weise getätigt wurde. Ich habe das gesucht hin und her, außer so einer Zigarettenfabrik irgendwann Mitte der 90er ist eigentlich nicht mehr viel investiert worden in diesen produktiven Sektor. Dafür umso mehr in Einzelhandel und dergleichen. In der Tat wurden so Länder wie Griechenland, Portugal wahrgenommen, nur noch so als Absatzmärkte eigentlich für Konsumgüter auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Tourismusgebiete. Und ich glaube, da gehört nicht viel dazu, um sich klar zu machen, dass sie davon nicht bestehen können und schon gar nicht in der Eurozone. Also insofern, meiner Ansicht nach, brauchen wir eine neue Arbeitsteilung in Europa, sonst hat alles keinen Wert. Ja, vierter Schlag, wenn man so will, der Euro betritt die Bühne. Es war richtig, was Herr Professor Dasaiks gesagt hat, dass man nicht draußen bleiben konnte. Das wäre unsinnig gewesen zu der Zeit. Das wurde ja auch von vielen anderen Sprechern auch schon betont. Aber natürlich auch dieses preiswerte Geld ist dahin geflossen, wo es Nachfrage gibt. Ja, auch Geld ist insofern eine Ware. In Spanien ist es in den Bausektor geflossen. In Griechenland ist es doch zu einem großen Teil in staatliche Aufgaben geflossen, in irgendeiner Form hat der Staat es jedenfalls ausgegeben und deshalb ist es heute praktisch in Form eines staatlichen Schulden da und nicht von privaten Schulden. Im Prinzip ist der Unterschied zwischen staatlichen und privaten Schulden eigentlich nicht so groß. Wenn sich der Staat für mich verschuldet oder ich selber, ist es nur eine Frage des, wer ist also derjenige, der die Initiative ergreift. Zahlen muss immer ich. Also ich wage keine Prozentsätze zu nennen, wie viel Prozent jetzt wirklich hausgemacht ist aufgrund all dieser Phänomene, die ja auch stimmen, die wir ja auch immer wieder lesen in den deutschen Zeitungen und wie viel Prozent jetzt des Problems auf die internationalen Entwicklungen, die ich eben geschildert habe und die Auswirkungen der internationalen Entwicklungen auf die griechischen Entwicklungen zurückgehen, das kann ich nicht beantworten. Eine Frage muss man sich aber stellen, hat man das kommen sehen? Eindeutig nein. Man hat es nicht kommen sehen. Hätte man es kommen sehen können? Eindeutig ja. Aber wir müssen auch sagen, und das muss ich meinen Freunden, den Volkswirten, so ein bisschen vorwerfen, sie sind ja auch so schrecklich kennzahlgläubig, fast wie die Ärzte. Die Ärzte sagen auch Blutwerte gut, alles gut. Ja? So ähnlich ist es ja auch bei den Volkswirten. Da hat man zu wenig in den letzten Jahren darauf geachtet, dass 5% Wachstum in Deutschland und 5% Wachstum in Griechenland Zweiperstiefel sind. Ja? Das hat man einfach nicht gesehen. Man hat einfach gesagt, oh ja, schön, 5% Wachstum, Bericht abgeheftet, 2 Löcher rein und in den Schrank gestellt. Anders ist es nicht gegangen. Das weiß ich ganz genau, weil ich das hier in Berlin auch so erlebt habe. Ja, bis vor 2 Jahren galten
Staatsanleihen, die in Euro ausgegeben sind, ja automatisch als werthaltig. Haltig, hat man gar nicht geschaut, wer das ausgegeben hat. Die Zinsunterschiede waren marginal. Gut, vielleicht geht Andreas Papandreou ein an die Geschichte, als das, wie das Kind im Märchen des Kaisers neue Kleider, der als Erste gesagt hat, der König hat ja gar nichts an. Das, fürchte ich, ist so ein bisschen die Funktion gewesen, bevor man dann sagen konnte, still, ganz ruhig, war es zu spät. Die Märkte haben Europa dann völlig viel kritischer gesehen seit dieser Griechenland-Krise und ich fürchte, seitdem eben die Kreditwürdigkeit der Länder zum höchsten aller Güter erklärt worden sind, weil wir alle von der Staatsverschuldung existieren, ist das natürlich, sagen wir mal, der Sündenfall gewesen, der dann auch dazu geführt hat, dass man Griechenland so massiv ausgegrenzt hat und hat also dabei vergessen, dass Griechenland dann auch nur die Spitze des Eisberges ist und dass es nicht sehr sinnvoll ist, beim Eisberg die Spitze abzusägen, dann sieht man ihn nämlich gar nicht mehr. Ja. Es war eben auch vom Mnemonio die Rede, vom Memorandum. Mich erinnert das Memorandum stark an eine Operation am offenen Herzen ohne die Herz-Lungen-Maschine. Und das ist eben das große Problem. Die Operation ist vermutlich notwendig, oder zumindest eine Operation ist notwendig. Ob es gerade die sein muss, weiß ich nicht. Aber es ist deshalb nötig, weil wenn nichts geschehen würde, würde der Staat in der Form, wie er jetzt funktioniert hat, jetzt geht es gar nicht darum, wie groß er ist, oder ob er größer ist als im Durchschnitt in Europa, ist jedenfalls in der Form, wie er funktioniert, ist er ein sagen wir mal, das kostet mehr, als er bringt, beziehungsweise in der Form ist er ein sehr uneffektiver Staat. Und in dieser Form ist er natürlich ein Problem. Und die Gefahr, dass er eben das zarte Pflänzchen des Aufschwungs, wenn er denn käme, wenn es denn sprießen würde, gleich wieder zertreten würde, ist gegeben. Also halte ich durchaus diese Interventionen im staatlichen Sektor für sinnvoll. Aber das zarte Pflänzchen muss ja auch erstmal sprießen und dazu muss man es gießen. Das bedeutet, die Liquidität ist das größte Problem im Moment und das macht uns die allergrößten Sorgen. Die Abwärtsspirale, die dadurch entsteht, dass eben für die griechische Realwirtschaft keine Liquidität vorhanden ist, dass die Banken nicht in der Lage sind, die griechischen Unternehmen zu finanzieren und dass wir deshalb leider Gefahr laufen, dass eigentlich kerngesunde griechische Firmen diese Krise nicht überleben und das wird dann die Abwärtsspirale noch weiter anheizen, sodass ich deshalb leider auch am Ende dieses Vortrags keine sehr optimistische Ausblick geben kann. Ja, vielen lieben Dank, Herr Knapp, auch für die sehr bildlichen Beispiele. Ich würde jetzt gerne den Herrn Professor Nikolaos Haritakis eigentlich zu diesem Memorandum oder zur Herz-OP ohne Lungenmaschinen befragen. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Athen, aber war auch bereits Generalsekretär für die Privatisierung im Ministerium für Industrie und Energie zuständig. Er wird uns aber auch hoffentlich erklären, was er eigentlich als Chairman für Taneo macht. Ja, gehen wir doch einfach mal auf die Herz-OP ohne Lungenmaschine ein, bitte. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung und werde versuchen, in dieser Umgebung, die sehr stark beladen ist von politischen Beziehungen zwischen Realität und Information, ich werde so nüchtern wie möglich sprechen. Ich versuche auch einigermaßen langsam zu sprechen, sodass die Dolmetscher auch mitkommen können. Und mein Vortrag ist im Prinzip auch bald veröffentlicht und bezieht sich auf die verschiedene Wahlmöglichkeiten und die Entscheidungen in einer Krisenperiode, in einem Markt, der sich in einer Extremsituation befindet. Und der Fall Griechenlands ist ein solcher Fall.
Und ich beginne folgendermaßen. Der Historiker der Zukunft, wenn er die ersten 10 Jahre des 21. Jahrhunderts sieht, wird sich wundern gegenüber zwei wichtigen Fragen, die man heutzutage in der Wirtschaft, in den Wirtschaftswissenschaften sieht. Beide Fragen kommen aus zwei Illusionen und wir können uns nicht vorstellen, wie diese Illusionen es geschafft haben, die Märkte mitzuziehen auf diese Niveaus, die diese globale Krise verursacht haben. Die erste Illusion ist, dass man den Privatmenschen ohne Kriterien Geld leihen kann, weil man die Erwartung hat, dass die Preise nicht fallen. Das bedeutet der Subprime-Markt der USA. Dort wurde eben diese Politik befolgt. Eine zweite Tatsache ist, dass wir nicht verstehen können, wie das Bankensystem es wieder geschafft hat, durch eine Illusion das war eine politische Entscheidung und die hieß Eurozone, wie es geschafft hat, differenzierte Spreads vor der Eurozone auf eine Ebene zu bringen, in der sie sich heute befinden. Wir konnten nicht verstehen, wie alles so laufen kann wie in Deutschland. Wir konnten auch nicht glauben, dass dort die Märkte auch so falsch gehandelt haben. Das bedeutet, wir haben zwei Tatsachen, die globale Wirtschaft in eine Riesenkrise geführt haben, im Vergleich vergleichbar nur mit der Krise von 1929, und auf der anderen Seite die griechische Wirtschaft geführt haben auf eine Situation, die man versucht jetzt zu überwinden. Die Krise ist eine Tatsache. Die Krise beginnt im Jahr 2008 und ab dann beginnen auch die Probleme für die gesamte Menschheit. Wir können schon sagen, dass die Krise von den starken Wirtschaften kontrolliert wird. Trotzdem hat dies auch zu einer psychologischen Sackgasse geführt. Die Märkte auf der einen Seite sehr begeistert, dass alles gut läuft, ging zur gegenübergesetzten Seite, dass alles schlecht läuft. Die Märkte in dem Moment wollten bestimmte Sachen haben. Der eine Fall, sie wollten von den zuständigen Regierungen eine große Liquidität haben und innerhalb von 1,5 Jahren wurde über 25% der globalen Liquidität verloren gegangen. Also das ist wie Dampf verschwunden. Die Wirtschaften können sich nicht so leicht anpassen im Rahmen eines solchen großen Schocks, wie den wir erlebt haben. Trotzdem haben es die Wirtschaftswissenschaften kontrollieren können. Dann die Strategie der USA war unterschiedlich von der Strategie Europas. Ich möchte nur sagen, dass die amerikanische Strategie war, gib den Märkten viel Liquidität, damit sie die Krise überwinden können. Im Gegenteil dazu hat Europa gesagt, gib keine große Liquidität den Märkten und diese Krise wird sich selbst wieder regeln. Das ist eine Strategie, die wir momentan nicht beurteilen können, weil wir uns mitten im Geschehnissen befinden. Es ist also sehr schwierig zu sagen, ob die Europäische Zentralbank eine bessere Politik getrieben hat als die USA. Das werden wir in Zukunft sehen. Aber die Studien, die man sieht, besagen, dass die Wirtschaften, in denen über 90% der Schulden den Anteil von der BIP ausmachen, können nicht funktionieren, können keine Entwicklung bringen. Das heißt, wenn man diese Marke von 90% überwunden hat,
geht es nicht mehr. Amerika hat eine ganz andere Politik gehabt, Europa eine ganz andere Politik. Wir können es also dem Historiker der Zukunft überlassen, zu sehen, welche von den zwei Politiken besser war. Kommen wir nun zu Griechenland. Und das ist die wichtigste Frage, die wir auch besprechen möchten. Die Geschichte Griechenlands im Bereich der öffentlichen Schulden gegenüber BIP ist die man sieht seit 1970 und bis zum Jahr 2010. Es tut mir leid, dass hier alles auf Englisch steht. Die erste Periode von 1970 bis 1980 nenne ich eine Periode der Prudenz. Die zweite Periode, 1980 bis 1995, 1996, nenne ich eine populistische Umverteilung. Und warum populistische Umverteilung? Weil, obwohl wir wussten in der Wirtschaft, dass die Umverteilung des Vermögens und des Einkommens von den Reichen zu den ärmeren Schichten eine Entwicklung schaffen, ein Wachstum schaffen kann, hat diese Politik doch nicht zum Wachstum geführt. Bis zum Jahr dann 2008 haben wir ein sogenanntes Segeln bei gutem Wetter. Was bedeutet das? Dass die Wirtschaft selbst gut läuft. Und sehen Sie bitte direkt darunter das Diagramm. Da sieht man eine sehr große Zeitperiode und da wird kombiniert das Verhältnis zwischen den 15 Ländern von Europa, also ohne Griechenland, in Griechenland, und zwar in Bezug auf das Verhältnis Staatsschulden zu BIP. Da sieht man, dass Griechenland bis zum Jahr 2005, 2006 höher verschuldet ist im Vergleich zu den anderen Ländern. Also versuchen wir nicht zu sagen, dass wir das nicht wussten. Wir wussten das, das war die Wirklichkeit. Und das sind die Staatsschulden. Die Staatsschulden nähern an Ausgaben Europa. Auf der anderen Seite versuchen die Einnahmen den europäischen Durchschnitt zu erreichen, aber das geht nicht. Man sieht, dass ab 1995 der effektive Zinssatz in Griechenland für die Staatsschulden die Höhe von Europa erreicht. Das heißt, der griechische Staat leiht sich Geld mit nicht realistischen Bedingungen. Die Kanzlerin Merkel hat sehr gute, sehr wichtige Sachen dazu gesagt, die zum Teil sehr richtig sind, nämlich, dass die Privaten auch zahlen müssen. Und natürlich die Steuerflucht, die findet weiterhin statt, ohne jegliche Senkung. Und die Produktivität liegt viel weiter unten als im öffentlichen Sektor. Und im privaten Sektor auch im Vergleich zu der Produktivität unserer Konkurrenzländer. Also wir haben ein doppeltes Defizit. Ein Defizit im Haushalt und ein Defizit im Außenhandel. All das ist gut, könnte man sagen. Was machen Sie jetzt? Was wir jetzt machen sollen, ja, das müssen wir sehen. Aus der Perspektive dessen, was wir in der Wirtschaft bankrott nennen. Wir wissen, dass ein Betrieb keinen Bankrott macht, wenn es Schäden aufweist, sondern wenn es Probleme mit seinem Cashflow hat. Wenn also der Unternehmer zur Bank geht und die Bank ihm ein neues Kredit gibt mit der Perspektive, dass es morgen ein besserer Tag sein wird, sowohl für die Bank als auch für das Unternehmen, dann hat keine negativen Zahlen das Unternehmen, weder heute noch morgen.
Wenn aber auf der anderen Seite das Unternehmen zur Bank geht und sagt, und die Bank sagt, ich habe kein Geld und ich will dich eigentlich daran erinnern, dass du mir was schuldest und das sollst du mir morgen zahlen. In diesem Fall hat das Unternehmen ein sehr wichtiges Problem, und zwar das Problem, überhaupt zu überleben, und das Unternehmen schließt, weil es keinen Cashflow hat. Die Gesellschaften befinden sich in der Sackgasse des Bankrotts, der Insolvenz, und das auch aufgrund des Mangels an Liquidität. Wir hatten in Griechenland, also Europa als Gesellschaft, beschlossen, die Liquidität der europäischen Wirtschaft nicht zu erhöhen, weil wir dachten, dass das Ding richtig war. Wir haben versucht, Leverage zu machen. Und das war also diese Hebelwirkung zu erzielen. Und das war unser Ziel. Und genau das Ziel der griechischen Regierung, und das gehört auch zu meiner Veröffentlichung, man muss drei verschiedene Punkte sehen. Welche waren die Möglichkeiten? Die Möglichkeiten waren sehr schlecht. Die Märkte waren geschlossen. Es gab keine Refinanzierung, das Banksystem funktioniert nicht, damit es die Produktion weiterhin aufrechterhält. Da könnte man sagen, und was geschieht dann mit den Privatgeldern in den Banken? Leider ist es so, dass die griechische Wirtschaft, das griechische Bankensystem in den letzten 12 Jahren ungefähr 34% an Geldern verliert, die ins Ausland fließen. Und das ist ein Riesenproblem für die Refinanzierung der Kredite. Das Bankensystem hat kein Geld mehr, um die bereits gegebenen Kredite zu finanzieren. Das heißt, die Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Welche sind nun die Auswahlmöglichkeiten? Da sieht man die Wirtschaftspolitik. Ich möchte Sie gern daran erinnern, dass die griechische Regierung im Februar 2010 ein erstes Stabilisierungsprogramm der Europäischen Union vorstellt, und das stellt die Wirtschaftspolitik dar. Ihr wird bewusst, dass sie das doch nicht realisieren kann, und am nächsten Tag stellt es selbst Griechenland in Frage, kommt dann im Mai nochmal und in Zusammenarbeit mit Troika versucht praktisch den gleichen Plan, das gleiche Szenario neu festzulegen, und dies im Sinne des Memorandums. Und dann beginnt die Anwendung des Memorandums. Diese Anwendung funktioniert wie folgt. Ich funktioniere 2 Jahre lang nach dem Prinzip des gleichwertigen Resultates. Das heißt, Troika sagt, wenn etwas nicht geschieht, möchte ich, dass du mir ein gleichwertiges Resultat bringst. Konntest du die Ziele bei der Steuerflucht nicht erreichen, dann gib mir mehr Steuern, damit du das Defizit bei den Steuern erreichst. Weil das Ziel ist ein einziges, nämlich die Glaubwürdigkeit der griechischen Produktion. Wenn die griechische Produktion nicht glaubwürdig ist im griechischen oder internationalen System, dann kann Griechenland nicht in die Märkte gehen. Und wenn Griechenland nicht in die Märkte geht, dann gibt es kein Wachstum. Das ist elementar für die Wirtschaftswissenschaftler. Und wenn wir denken, wir können das auf eine andere Art und Weise lösen, dann bitteschön, ich höre das. Gehen wir weiter. Ich treffe eine Auswahl. Ich versuche, was anzuwenden. Ja, sehr gut. Ich kann die Reaktionen nicht beruhigen, die dann entstehen. Dann komme ich zu anderen Aktivitäten, um ein gleichwertiges Resultat zu erreichen. Und das über 2 Jahre lang. Ich möchte, das Resultat ist, dass die gesamte Politik sich auf so einem Diagramm stützt. Wir werden alle zusammen untergehen, weil das die Wirklichkeit ist.
Wir werden Ja sagen, dann Nein sagen. Wir werden das eine versuchen, das andere. Und alle zusammen versuchen im Prinzip nicht, dass wir nicht alle zusammen untergehen, weil wir alle so eng miteinander verflochten sind. Das kommt nicht von mir. Das ist ein Bankendiagramm im Prinzip. Sie sehen, die Kreise sind auch repräsentativ für die Ausmaße der Wirtschaftskennzahlen. Und das, was wir verstehen sollen, ist, dass man heute in der globalen Wirtschaft sagt, nämlich, wir sind viel zu eng miteinander verknüpft, damit wir scheitern. Wir müssen erfolgreich sein. Eine entsprechende Zahl, da sieht man, wer wem was schuldet. Was sehen wir da, wenn man diese PICs, die sogenannten PICs-Länder sieht, also Portugal, Italien, Irland, Spanien, Italien war damals noch nicht da, jetzt schreibt man PICs mit zwei I's. Wir haben schon verstanden, dass es falsch ist, aber ja, so ist das. Dann sehen wir, dass das Problem nicht einfach zu überwinden ist. Wir können das auch im griechischen Rahmen diskutieren und nicht im internationalen Rahmen. Also, auf der einen Seite die Europäische Union. Ich denke, die hat es sehr gut verstanden. Und vor allem die Eurozone-Länder, dass wir viel zu eng miteinander verknüpft sind, damit wir das Problem Griechenlands außer Acht lassen. Auf der anderen Seite, Griechenland muss auch verstehen, dass ein Programm da ist, damit es auch realisiert wird, nicht damit es diskutiert wird. Es tut mir leid, dass ich das als griechischer Bürger sage, aber ich bitte Sie. Ich kann die philosophische Dimension der griechischen Gene nicht in Frage stellen. Wir hatten die Mitgifte bei uns schon so lange. Das hat schon Probleme bei unseren Genen gelassen. Aber die angelsächsische Logik, die muss auch bis zu einem bestimmten Punkt unsere Gene eintreten können. Ich hatte eine Diskussion mit dem holländischen IMF-Vertreter, als Troika in Griechenland begann. One minute. Yes, okay. Tell you. Als mich also Bobtra fragte, er ist Holländer, Vertreter, da sagte ich ihm, ja, ihr Holländer, ich halte nicht viel von Griechenland, vielleicht habt ihr auch recht. Und er meinte, wir haben ein Problem, auf der einen Seite Calvinismus, auf der anderen Seite Humanismus, aber so ein schlechtes Bild haben wir von euch nicht. Und er fragte mich, welcher wäre mein Vorschlag hinsichtlich Memorandums? Und ich antwortete auf Englisch. Üben Sie Druck aus, so viel es geht. Ich glaube, ich lag damals richtig damit. In dem Moment, die Politik von Troika und der Europäischen Union ist völlig richtig. Wir sprechen nicht mehr. Wir warten, dass ihr das tut, was wir schon vereinbart haben. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Haidakis. Es ist allerdings natürlich ein bisschen bedrückend. Sie reden von einer psychologischen Sackgasse. Was ist passiert? Wir haben das Podium zerstört. Ich bitte jetzt den Dr. Jens Bastian zu Wort zu kommen. Er ist seit 2011 Mitglied der Taskforce für Griechenland. Vielleicht sollten wir an der allerersten Stelle erstmal klären, ob Sie zur Troika gehören oder nicht. Vielen Dank. Das werde ich gleich im Laufe meiner Ausführungen machen. Ich möchte mich zunächst bei Frau Drossou bedanken für die Einladung bei der Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich zum ersten Mal bin. Und ich möchte mich auch bei meinen Freunden bedanken, Roy und Yanni Psychopathy, die seit vielen Jahren Brücken bauen zwischen Athen und Berlin auf den unterschiedlichen Ebenen und denen ich auch einen Teil verdanke, dass ich hier sein kann. Und ich glaube, dass solche auch
auf sehr menschliche Art und Weise, sei es im kulturellen Austausch oder im humanitären, wir sehr viel voneinander in Deutschland und Griechenland lernen und auch miteinander teilen können. Ich schätze das sehr an euch. Ich möchte versuchen, den Blick auf ein paar Herausforderungen und auch einige innovative Ansätze zu lenken. Ich glaube, es ist im Laufe der vergangenen anderthalb Tage, ein Tag, gestern Abend und heute Vormittag, hinreichend klar geworden, dass eine Fokussierung auf, wir müssen Griechenland Notkredite zur Verfügung stellen, dass damit Griechenland nicht gerettet werden kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Horizonterweiterung vornehmen und die verschiedenen Diskussionen zeigen das ja, dass diese bereits stattfindet. Rettungspakete alleine schaffen es nicht und führen auch aus den verschiedenen Gründen, die dargestellt worden sind, in die Irre. Ich glaube auch, dass wir unterstreichen, und hier wiederhole ich, was einige meiner Vorredner und Rednerinnen gesagt haben, wir brauchen neue politische Köpfe und diese sind bereits sichtbar. Und ich möchte Sie dabei ermutigen, dass wir dabei nicht nur, und das geschieht mir manchmal zu sehr, den Blick auf Athen lenken. Wir brauchen einen Blick auf Griechenland, das mehr ist als Athen. Es tut sich vieles in Griechenland auf der kommunalen Ebene, im unternehmerischen Sektor, im Umweltbereich, der über Athen hinausführt. Ob das die neuen Bürgermeister sind in einzelnen anderen Städten, nicht nur in Saloniki, sondern auch in Volos oder zum Beispiel in Patras. Es geht mir auch darum, dass in diesen Städten, Gemeinden oder Unternehmen Reformprozesse in Realzeit stattfinden, die wir unterstützen und wo wir diese auch auf den Radar, auf den Bildschirm lenken sollten. Es gibt neue Visionen in diesem Land. Erst dieses Wochenende am vergangenen Sonntag hat es, was in Griechenland Dimosios Dialogos genannt wird, eine neue Form der öffentlichen Auseinandersetzung. So wie wir hier sitzen, geschieht das auch auf sehr freiwilliger Basis mit unterschiedlichen Intellektuellen, mit unterschiedlichen Thinktanks, Denkfabriken, die sich endlich herauswagen und die auch sagen, wir müssen unsere Stimme finden und wir müssen dies gemeinsam tun. Und dabei bei aller Kritik und bei aller Analyse auch den Blick darauf richten, wie können wir gemeinsam nach vorne gehen und nicht nur Schuldzuweisungen nach hinten. Dieses neue Verantwortungsbewusstsein halte ich für wichtig. Denn es verhindert zwei Dinge, die wir überwinden müssen in Griechenland. Wir müssen wegkommen aus dem, was wir in Griechenland oft Grinja nennen. Schwarzmalerei. Das haben viele bis hier oben hin. Damit kommen wir nicht mehr weiter. Was wir brauchen, ist ein Verantwortungsbewusstsein im Land und auch jene mitzunehmen, Griechen und Griechen im Ausland. Die griechische Diaspora ist ein ganz wichtiger Motor, Katalysator für die Reformprozesse, die stattfinden können. Wir können uns nicht nur allein darauf verlassen, was in Griechenland selber mit Griechen und Griechen stattfindet. Die Diaspora muss mit ins Boot, da gibt es unternehmerische Innovation, da gibt es auch neue Visionen. Und es gibt auch sehr viele Erfolgsmodelle. Wir müssen, wie es im Englischen heißt, make them an offer they can't refuse. Darum geht es sehr stark. Das fehlt bisher. Die Aufgaben bleiben gewaltig. Daran kann zwar kein Zweifel bestehen. Und wir versuchen, diese Aufgaben in unterschiedlichen Zusammenhängen zu bewältigen, gemeinsam. Das, was die Europäische Kommission tun kann, das ist zu versuchen, das, was wir gehört haben an Sanierungsmaßnahmen mit Blick auf Troika, zu verbinden mit verschiedenen Ansätzen mit Blick auf Modernisierung, Wiederaufbau, Investition, Transparenz, Verantwortungsbewusstsein. Wir tun das, was beraten heißt, vermitteln, erleichtern, aber wir unterstreichen dabei vor allen Dingen Kooperation. Kooperation mit den griechischen Partnern vor Ort. Wie geschieht das, wenn wir über die Taskforce zu sprechen haben? Die Taskforce, und das ist zunächst wichtig, meine Damen und Herren, ist keine Geburt der Kommission, auch nicht der Troika.
Sie geht zurück auf eine Initiative von Premierminister Papandreou. Er bat im Juli vergangenen Jahres auf einem EU-Gipfel die Mitgliedstaaten der EU, nicht nur der Eurozone, ob es möglich ist, eine Taskforce ins Leben zu rufen. Und dieser Ansatz, diese Geburt ist bis heute der Leitfaden unserer Arbeit. Wir sind nicht wie die Troika und wir wollen es auch nicht weisungsbefugt sein. Wir vergeben auch keine Kredite. Wir achten auch nicht darauf, im Zeigefinger Konditionen zu vereinbaren, sondern in Gesprächen, in Zusammenkünften, in Zusammenarbeit mit verschiedenen griechischen Stellen, Regierung, Opposition, Regulierungsbehörden, Privat- und öffentlicher Sektor, zivilgesellschaftliche Organisationen, versuchen wir auf Nachfrage griechischer Seite, auf Initiative der Griechen zusammen tätig zu werden. Das ist ein völlig anderer Ansatz und das sagt Ihnen vielleicht auch etwas, meine Damen und Herren, darüber, dass Lernprozesse stattfinden innerhalb der Europäischen Kommission, dass in den vergangenen 2 Jahren es offenbar Defizite gibt in der Art, wie Griechenland, wenn ich das so sagen darf, gelesen wird, wie versucht wird, Griechenland auf die Beine zu stellen. Die Existenz der Taskforce sagt etwas über die Limitierung der Troika aus. Das heißt aber nicht, dass wir gegen die Troika arbeiten, sondern mit ihr. Das ist ein Faktor in der griechischen Auseinandersetzung, wir haben es auch gerade auf ökonomischem Feld gehört, den wir nicht ignorieren können. Wie gehen wir vor? Zunächst einmal, es gibt einen wichtigen Unterschied. Meine Wenigkeit zusammen mit 14 anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Troika für Griechenland in Athen, wir sprechen alle Griechisch. Wir haben alle vor Ort gelebt, gearbeitet. Wir haben Biografien, wir sind mit Griechen oder Griechen verheiratet. Wir haben Erfahrungen im Privatsektor und wir sind auf der Basis dieser Kombination auch zusammengekommen. Das heißt, wir gehen in verschiedene Treffen hinein und die Partner sagen uns zunächst einmal, oh, ihr braucht keine Übersetzung. Ihr braucht auch nicht eine Einführung darüber, wie das Telekommunikationssystem Griechenlands funktioniert. Nein, das brauchen wir nicht. Wir sind aber auch nicht, wie es neulich in einem Beitrag des ARD Morgenmagazins hieß, eine EU-Eingreiftruppe. Da hatte ich jetzt gleich schon gedacht, als ich das gehört habe, muss ich jetzt meine Stiefel rausholen, eine Uniform, einen belehrenden Stock oder Zeigefinger? Nein, wir sind beratend, vermittelnd. Wir versuchen, technische Expertise zur Verfügung zu stellen, zu identifizieren. Die haben wir möglicherweise selber nicht. Aber wir können Mitgliedstaaten identifizieren, die diese Expertise haben und bereit sind, sie zur Verfügung zu stellen. Mit den griechischen Partnern. Die entscheiden dann untereinander, wie wollt ihr damit umgehen? Was wollt ihr damit machen? Wie weit soll das gehen? Da haben wir kein, wie man im Englischen so schön sagt, we don't have a dog in this fight. Wir stellen es zur Verfügung. Es geht dabei auch darum, einen Blick zu schärfen bei der Zurverfügungstellung technischer Expertise, bei der Identifizierung von Problemen, dass wir nicht versuchen, immer die beste Lösung, oder ich möchte es in einem Bild sagen, einen Ferrari anbieten. Das braucht Griechenland nicht. Ein Skoda tut's auch und der ist möglicherweise auf die griechischen Verhältnisse wesentlich besser zugeschnitten, als Luftschlösser zu bauen. Ich möchte Ihnen ein paar konkrete Beispiele geben, wo wir tätig sind. Die Mitgliedstaaten zum Beispiel Holland und Deutschland sind zurzeit tätig, zusammen mit Mitgliedern des Internationalen Währungsfonds und unserer Vermittlung im Bereich der Geldwäsche. Wir haben mitgeholfen bei einem bilateralen Abkommen mit den Schweizer Behörden mit Blick auf Steuer- und Kapitalflucht, das gegenwärtig ratifiziert wird und das im Sommer diesen Jahres dann auch wirken soll. Und wir sprachen ja bereits gestern Abend an, welche
Summen dort im Spiel sind. Aber es geht uns dabei nicht darum zu strafen oder mit dem Zeigefinger zu zeigen. Es geht eher darum, in dieser bilateralen Vereinbarung zu identifizieren, können wir Anreizsysteme an Griechen anbieten, die illegal Kapital in die Schweiz gebracht haben. Aber wo wir nicht strafen wollen, sondern wo wir Anreize geben, dieses Kapital zurückzubringen mit unterschiedlichen Steuersätzen und einer Investitionskomponente. Je mehr ihr zurückführt und bereit seid, ins Land zu investieren, umso weniger hoch sind die Steuersätze. Ein anderes Beispiel ist zusammen mit Finnland, dass wir versuchen, im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe mit den griechischen Stellen und Autoritäten tätig zu werden. Mehr Transparenz in diesen Bereich zu bringen, aber auch Beschleunigung. Viele von Ihnen werden wissen, wie lange es dauert, Entscheidungsprozesse bei öffentlicher Auftragsvergabe in Griechenland hieb- und stichfest zu machen und zu einer tragfähigen Lösung zu bringen. Mit dem Mitgliedsland Estland haben wir eine Vereinbarung, was die Digitalisierung von Regierungshandeln betrifft. Wir haben im Bereich der Privatisierung nichts zu tun. Wir achten nicht auf Privatisierungserlöse, sondern wir sagen, wo können wir die griechischen Partner mitnehmen? Im Bereich der Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit, der Transparenz, Rahmenbedingungen zu schaffen für Privatisierungsbereiche, zum Beispiel Häfen, Flughäfen, Marinas, wo die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, aber wo Best-Practice-Erfahrung anderer Länder angeboten werden kann in Zusammenarbeit mit den Griechen. In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zwei Sachen am Ende sagen. Das eine ist, wir haben erfolgreich den sogenannten Kofinanzierungsanteil Griechenlands bei den EU-Struktur- und Kohäsionsfonds heruntergesetzt. Viele Projekte konnte Griechenland finanziell nicht heben, weil der Kofinanzierungsanteil zu hoch war und zurzeit die Mittel aus der griechischen Staatskasse zu niedrig. Er ist jetzt herabgesetzt worden auf 95%, der von EU-Seite kommt. Und trotzdem, es gibt immer noch Bereiche, wo viel zu wenig geschieht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, Europäischer Sozialfonds. Griechenland hat unter den Bedingungen einer dramatischen Arbeitsmarktkrise und Verarmung innerhalb der Gesellschaft in den vergangenen 2 Jahren aus den europäischen Sozialfonds nur 20% der vorhandenen Mittel abgerufen. Da gehen wir ran, im Bereich von Umschulung, Qualifikation, Training, lebenslanges Lernen, dass dort griechische Institutionen unterstützt werden, diese Gelder heute abzurufen, denn morgen sind sie verloren. Das ist ganz wichtig in diesem Bereich, heute auch unter den Aspekten der sozialen Krise des Landes tätig zu werden, und zwar beschleunigt tätig zu werden. Wir können uns allerdings nicht, meine Damen und Herren, von den aktuellen Entwicklungen in Griechenland völlig loslösen. Es gibt politische Einflussfaktoren, die wir berücksichtigen müssen. Der Übergang von Herrn Papandreou zu Premierminister Papadimos beeinflusst unsere Arbeit. Wir müssen uns dann neu aufstellen. Und das wäre dasselbe auch wieder, wenn Wahlen stattgefunden haben. Die Konsequenzen aus den jetzt laufenden Verhandlungen für die private Gläubigerbeteiligung hat Konsequenzen für uns in einem ganz konkreten Bereich. Wie können wir zukünftig mit welchen griechischen Banken zusammenarbeiten, die dann noch unter der Voraussetzung, überlebens- und handlungsfähig zu sein, in der Tat EU-Fonds verwalten und weiterleiten können an die Realökonomie Griechenlands. Es geht darum, und es ist verschiedentlich schon angesprochen worden, dass unsere Tätigkeit auch ein Beispiel dafür ist, dass wir versuchen, das Zeitfenster zu vergrößern. Wir brauchen dabei einen langen Atem. Wir sind bereit, ihn zu gehen. Ich lebe seit 14 Jahren in Griechenland. Dies ist auch mein Land geworden. Und viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Taskforce sehen, dass wir nicht
mit Schnellschüssen erfolgreich sein können. Und wir werden auch manche Niederlagen zu verdauen haben. Es geht darum, Geduld zu haben und keinen belehrenden Zeigefinger mehr zu erheben. Deren gab es genug in den vergangenen 2 Jahren. Der Nachholbedarf ist enorm. Wir werden keine schnellen Lösungen bekommen und wir müssen uns auch von einigen Illusionen verabschieden. Aber es geht darum, dass wir versuchen, innerhalb der Taskforce mit den griechischen Partnern eine kritische Masse an Reformprozessen mitzuhelfen, anzustoßen, zu konsolidieren auf der Sicht der kommenden Jahre, wo wir dann irgendwann sagen können, wir sind froh, dass ihr das Laufen gelernt habt und auf eigenen Beinen steht. Wir sind auch froh, uns zurückziehen zu können. Das wäre das Ende der Taskforce und das ist das Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank, Herr Dr. Jens Bastian. Wir wissen alle, dass es einen langen Atem geben muss. Allerdings würde ich mich auch freuen, wenn wir jetzt über neue Visionen für Griechenland sprechen könnten. Ich begrüße jetzt Nikos Chrysogiolos. Der wird ab dem kommenden Monat im Europaparlament für die Grünen Griechenland sitzen. Und ich bitte Sie, vielleicht über ein paar Visionen, über den sogenannten New Green Deal zu sprechen. Vielen Dank. Ich spreche nicht gut Deutsch, so spreche ich auf Griechisch. Είναι γεγονός. Das stimmt, es gab viele Fehler vom griechischen System, aber auch von der Troika, denn eine Krise, die mehrseitig ist und nicht nur griechische Wurzeln hat, sondern auch in dem Modell des Euros, wurde zuerst mit sehr einfachen Maßnahmen entgegengekommen. Die Krise wurde von der Defizitkrise, die sie zu Anfangs war, auch zu einer eine Krise der Schulden. Und diese Krise ist nicht nur eine Finanzkrise, sie hat auch mit dem politischen System Griechenlands zu tun, aber auch mit den verschiedenen Modellen, die in den letzten Jahrzehnten verfolgt wurden. Auch diese Krise ist sehr schnell zutage gekommen durch die gemeinsame Währung. Man darf also die Krise nicht nur auf die Defizite reduzieren, denn dann werden die Probleme größer werden. Wir sehen, dass die Politik, die auf die Wirtschaft sich auswirkt, sich plötzlich auch auf die Sozialkassen sich auswirkt. Denn wenn die Arbeitslosigkeit sich erhöht, dann gibt es auch keine Einnahmen in den Sozialfonds. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Steuern einnehmen wollen, das können wir nicht, denn die Menschen können nicht mehr zahlen. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen und also die Arbeitslosigkeit ist so groß, dass sehr viele junge Menschen in das Ausland gehen, um Arbeit zu finden. Und es ist problematisch, dass sehr gut ausgebildete Menschen plötzlich an den Rand gedrängt werden. Und das sind intelligente Leute, gut ausgebildete Menschen. Sie haben aber keine Zukunft. Das ist sehr wichtig, sowohl auf sozialer als auch auf politischer Ebene. Wenn Sie also über die Krise sprechen möchten, müssen wir auf 3 Ebenen sprechen. Die erste Ebene ist die europäische Ebene. Es ist schon logisch, dass Griechenland das schwache Mitglied war. Aber ich denke, dass die Eurozone sehr schnell eine Reform unterzogen werden muss. Und wenn man die Vorschläge vom 25. Mai 2010
befolgt, die von der Deutschen Grünen Partei hinsichtlich der Reform der EU und der europäischen Bonds gemacht wurde. Wenn wir dies tatsächlich realisiert hätten, dann wären wir viel schneller gewesen. Europa bewegt sich sehr langsam und die Kosten dieser Geschwindigkeiten belaufen sich auf über 4,5 Milliarden in den letzten Jahren. Reform der Eurozone und eine tatsächliche Integration auf einer europäischen Ebene, sodass eine neue Wirtschaftskraft sich bilden kann. Und zwar so wie eine Wirtschaftskraft, die stark ist. Die zweite Ebene ist natürlich die griechische Ebene, die Nationalebene. Griechenland muss sich schon verändern. Wenn die Krise nicht stattgefunden hätte, dann hätte man das schon bewusst machen sollen. Man hätte auch Pläne herausarbeiten können, um diese Probleme in ihrer Gesamtheit und Komplexheit zu lösen. Natürlich müssen wir jetzt mit unseren Finanzproblemen umgehen, aber gleichzeitig brauchen wir ein Modell der sozialen Kohärenz und gleichzeitig müssen wir auch eine lebensfähige Wirtschaft machen. Die Krise in der Wirtschaft fand schon vor 2008 statt, weil das, was wir als griechische Produktion kannten, wurde umstrukturiert. Die Wirtschaft hat sich orientiert an die Börse und zwar im Glauben, dass man überall bauen kann, in den Wäldern, auf den Inseln und so weiter und das Land verkaufen kann. Und dazu hat sich eine Art von Tourismus entwickelt, dass die griechischen lokalen Gesellschaften nicht zum Nutzen war. Die Gesellschaften, Gemeinden, die sehr große Agrargenossenschaften hatten und trotzdem werden Produkte, sogar die Produkte, die man fürs Frühstück oder fürs Essen braucht in einem Hotel, die werden aus dem Ausland importiert. Was bedeutet das? Wir müssen parallel auf verschiedenen Ebenen tätig werden. Es muss ein neues Vertrauensverhältnis geben zwischen den Bürgern und dem Staat, aber das bedeutet auch eine Veränderung des politischen Systems. Es ist nicht möglich, dass die gleichen politischen Systeme, politischen Parteien weiterhin in den nächsten Wahlen an die Macht kommen. Es ist nötig, dass neue Kräfte in den Vordergrund treten, weil es gibt immer wichtige Menschen, wichtige Aktivitäten, aber sie werden blockiert durch die Art und Weise, wie das politische System funktioniert. Dann ein Gerechtigkeitsgefühl. Wir hören oft von der Korruption, aber diese Korruption muss überwunden werden. Gestern haben das junge Menschen den Premierminister gefragt. Wir wissen, einer der Gründe, warum Herr Semitis verloren hat, war die Korruption. Wir kennen die Daten. Wir sprechen von Siemens, wir sprechen von den U-Booten, wir sprechen über die meisten Ausrüstungsprojekte. Wir sprechen über die großen Werke, wo die Verhandlungen unter dem Tisch gelaufen sind. Griechenland ist vielleicht das einzige Land, wo man nicht gelernt hat, wer von Siemens Geld bekommen hat. Die Daten gibt es schon, aber das politische System hat keinen Druck geübt, damit die Namen an die Öffentlichkeit gelangen. Waren das Minister, waren das Bankangestellte? Wer war das? Ich glaube schon, dass da ein Punkt liegt, wo Deutschland und Griechenland zusammenarbeiten könnten. Und dann auch diese Reform, die in Griechenland stattfindet, die ist zugunsten der Gesellschaft, die muss zugunsten der Gesellschaft sein. Es geht nicht, dass man eine Reform durchführt, wenn ein großer Teil oder der größte Teil sogar der Gesellschaft gegen diese Reform ist.
Also wir sprechen jetzt wieder von der Demokratie. Und ich denke, dass das große Problem ist, dass sogar von Problem von Troika und von der Europäischen Union ist, dass man nicht mit den Bürgern gesprochen hat, um zu sehen, welche die Probleme sind und die Reformen, die die Bürger auch durchsetzen möchten. Wer wird dann diese Dynamik der Reform bilden, wenn dies kein Teil der Gesellschaft ist? Ein großer Teil der Gesellschaft muss einfach die Reformen wollen. Ansonsten werden wir eventuell ein paar Finanzdaten erreichen, aber wir werden keine Gesellschaft haben, keine gesellschaftliche Kohärenz. Also wichtig bei jeder Diskussion, ich freue mich, weil es gibt solche Ansätze inzwischen, einen Dialog mit den Gemeinden, mit den Bürger, mit der Bürgergesellschaft, das ist sehr wichtig. Das hätte als erstes geschehen sollen, 2008, 2009, auch von der vorigen Regierung. Und eventuell die ökologischen Träger, die Grünen, wir sprachen darüber und alle wussten von der Krise. Und wir fragten uns, was wir tun sollten, aber einen Dialog mit der Gesellschaft hat es nicht gegeben. Es hätte eventuell auch dieses Gefühl der Bürger nicht gegeben, das Gefühl nämlich, dass man verraten wurde. Ich denke nun, es ist Zeit, auch mit Hilfe des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, dass es einerseits eine Solidaritätsstrategie für Griechenland gibt und nicht eine Strategie der Bestrafung Griechenlands. Und so, dass gleichzeitig die Gesellschaft das Gefühl hat, dass es wirklich für sie vorteilhaft ist, sich zu ändern, wenn sie sich ändert. Ein paar konkrete Punkte, wie wir diese Reformen sehen und vor allem, was dieses New Green Deal betrifft. Also es muss tatsächlich einen alternativen Plan geben mit drei Hauptsäulen, Lebensfähigkeit, dann soziale Kohärenz, das heißt, die Reformen erreichen wir ohne aber dafür die gesellschaftliche Kohärenz aufzuopfern. Und dann drittens, wir müssen Arbeitsplätze schaffen, sodass die jungen Menschen beschäftigt werden und sodass ein tatsächliches, reales Einkommen entsteht. Ich denke, das ist sehr wichtig und das muss unserer Meinung nach von der Peripherie hin zum Zentrum beginnen. Die zentrale Verwaltung funktioniert nicht so. Die heutigen Machtparteien haben nichts in dieser Richtung beizutragen. Es gibt aber Kräfte, die sich in der Peripherie befinden und die könnten in Zukunft einen zentralen Reformplan bilden, der eben daraus besteht, aus diesen drei Säulen. Noch ein Punkt. Heutzutage haben wir einen großen Rückgang, was das Einkommen angeht. Die griechische Gesellschaft stützt sich aufs Einkommen, nicht auf die Infrastruktur, nicht auf die Kohärenz. Da versucht jeder auf einer individuellen Ebene es zu überleben. Und heute kommen wir zu einer Epoche, in der die Menschen, die eben kein hohes Einkommen haben, doch die Möglichkeit haben, dass sie durch die Entwicklung der sozialen Infrastruktur überleben können. Ein Beispiel. Griechenland hatte kein besonders gutes Gesundheitssystem. Okay, wir befinden uns zwar nicht weit vom europäischen Durchschnitt, aber wir hatten keinen effektiven Sozialstaat. Der Bürger hat sowieso sehr hohe Kosten für die Gesundheit, für den Transport, für die Bildung bezahlt. Hier gibt es keine Frontisteria, also diese extra Schulen, die man besucht, damit man das Abitur bekommt, wie in Griechenland. Diese Sachen in Griechenland, diese Bereiche in Griechenland sind sehr schwach. Und das Ergebnis ist, dass ein großer
Teil des individuellen Einkommens dafür ausgeht, dass soziale Dienste bezahlt werden, obwohl wir tatsächlich einen Staat haben, der groß zu sein scheint. Was müssen wir auch also tun? Wir müssen diesen Verlust an Einkommen ausgleichen, so dass und zwar durch einen sozialen Lohn. Das heißt, wenn jemand 1.000 Euro bekommen hat und heute 400, 300 Euro weniger bekommt, dann hat man 700 Euro im Monat. Mit 700 Euro kann man in Athen nicht leben. Athen ist viel teurer als Berlin. Und man hat dazu auch nicht die sozialen Dienste. Es kann zwar paradox klingen, aber das ist wahr. Mit 700 Euro kann man es in Athen nicht überleben. Was braucht man? Man braucht einen Ausgleichsrahmen, so dass das Einkommen von vielen Personen, die ansonsten entweder arm oder arbeitslos wären, sich wieder ausgleicht. Und dieser Spielraum von 700 auf 1.000 Euro, das muss durch eine ganz andere Politik erreicht werden. Zum Beispiel, die Städte sollen grüner werden. Früher war das so, man musste noch eine Sommerwohnung haben, ein Sommerhaus, damit man ein paar Tage Urlaub machen kann, weil das Leben in der Stadt nicht auszuhalten war. Man musste privat für den Gesundheitssektor zahlen, obwohl wir einen öffentlichen Gesundheitssektor haben. Also auch Transferangelegenheiten. Wir sind am meisten abhängig vom PKW und auch vom Ölimport in Europa. Das wären Sachen, die in den Rahmen eines New Green Deals einfallen. Und die wären zugunsten der Gesellschaft und zugunsten jedes Bürgers. Und diese 300 Euro praktisch, dieser Unterschied, der sollte nicht in Geld erstattet werden, sondern in bestimmten Dienstleistungen, die gleichzeitig diese gesellschaftliche soziale Kohärenz auch zum Ziel haben. Und was noch? Wir brauchen Instrumente für die Reform im Verwaltungsbereich. Da werden schon viele sagen, wenn keine Verwaltung da ist, wenn keine Planung da ist, dann kann nichts geschehen. Das müssen wir eben reformieren und wiederum von der Peripherie hin zum Zentrum beginnen. Wir als Grünen, wir sind für Kooperationen mit entsprechenden Gemeinden in Europa und in Deutschland speziell. Wir versuchen, bestimmte Partnerschaften abzuschließen und beste Praktiken auszutauschen. Wir versuchen, über die Initiativen der Bürgergesellschaft Lösungen zu finden. Ich höre oft, dass man sagt, wir müssen jetzt 100.000 Beamte entlassen, weil man sie nicht braucht. Ja, wo sollen diese Menschen hin? Es geht doch um eine Gesellschaft und da gibt es auch eine soziale Sensibilität. Heutzutage vor allem, es gibt keine Arbeitsplätze im Privatsektor. Das heißt, wenn wir diese Menschen entlassen, dann werfen wir sie einfach auf die Straße. Das könnte eventuell in eine andere Form geschehen. Es gibt Tausende von Menschen, die im öffentlichen Sektor eventuell nicht nötig sind. Dann könnten wir soziale Dienstleistungen kreieren und Sozialämter, die auch die gesamte Verwaltung reformieren könnten und dafür diese Menschen einsetzen. Es gibt viele Menschen, die gute Ideen haben, viele Menschen, die auch die Motivation haben, diese Reformen zu unternehmen. Also nehmen wir das als ein Instrument, Menschen, die in der Verwaltung sind und die eventuell 60% dann ihres Einkommens durch die zentrale Verwaltung decken und den restlichen 40%igen Anteil dann über Zusammenkünfte, Partnerschaften, Sozialprogramme und so weiter und so fort. Das wäre eine Kraft für die Innovation und die Reform. Und schließlich müssen wir die Möglichkeiten finden, so dass wir das Kapital, das sich auf europäischer oder nationaler Ebene befindet, zugunsten der Bürger eingesetzt werden.
Der Kohärenzfonds oder andere europäische Projekte haben oft zu einer falschen Strategie geführt. Und heute ist es immer noch so, dass Investitionen für große Autobahnen geleistet werden. Und die Eisenbahn, die wird eher zusammengeschrumpft. Und was bedeutet Autobahn? Das bedeutet Ölimport oder Import von Fahrzeugen. Und das heißt, was tun wir? Wir tun das Schlimmste. Wir verschärfen noch das Problem. Wenn wir den Ölimport senken könnten, wir könnten diese eine Dimension der Importe so ändern, dass wir ökologischer denken und lebensfähiger die Wirtschaft gestalten. Also eine effektive Nutzung der europäischen Gelder. Zweitens, das Nationalkapital, über das wir heute verfügen, das soll lokal eingesetzt werden. Das heißt, wir bezahlen sehr viel Geld für den Ölimport, für Autoimport. Wenn wir die erneuerbaren Energien nutzen, durch Kooperationen, durch Genossenschaften, dann können diese Gelder in den lokalen Gemeinden bleiben. Ein Beispiel auf den Inseln der Ägäis, wo man hauptsächlich Energie produziert, auf konventioneller Weise, da werden jährlich 700 Millionen Euro ausgegeben, nur für diesen Sektor. Jedes Jahr werden die europäischen Ressourcen viermal herausgegeben und verschwendet für ein Modell, das schon misslungen ist. Politisch oder wirtschaftlich. Was bedeutet das? Dass man den lokalen Gemeinden auf den Inseln hilft, dass sie bestimmte Aktivitäten auf lokaler Ebene entwickeln, dass sie selbst diese Offshore-Systeme für die Entsalzung des Wassers und so weiter und so fort lokal produzieren, dann haben sie eine Art von Industrie. Wir können gleichzeitig den Menschen es ermöglichen, dass man da mittelständische Unternehmen gründet und so das Geld auch behält. Und noch ein letztes Beispiel. Wir sind mehr oder weniger alle Touristen in einer anderen Region. Wir sollten versuchen, über den Tourismus die lokalen Wirtschaften neu zu beleben. Was geschieht normalerweise mit dem konventionellen Tourismus? Der wird nicht verbunden mit dem Umweltschutz, auch nicht mit der Produktion von lokalen Produkten. Ich danke Ihnen sehr. Ja, vielen lieben Dank, Nikos Chrysogilos, für die Äußerungen. Es tut mir fast ein bisschen leid, allerdings waren alle Beiträge so interessant und so vollgesteckt mit Informationen, dass uns leider jetzt nicht so viel Zeit zur Diskussion bleibt. Ich möchte allerdings Herrn Charitakis als allererstes fragen, was er denn von Herrn Chrysogilos New Deal hält. Ist er damit überhaupt einverstanden? Mikrofon. Vielen Dank. Herr Chrysogilos gab mir die Möglichkeit, Folgendes zu sagen. Ich stehe für ein Unternehmen, die sich in dieser Richtung betätigt, die Herr Chrysogilos erwähnt hat. Und wir werden noch mehr probieren, noch mehr versuchen. Und was meine ich damit? Wir haben mit eigenen Geldern Investitionen betätigt. Und das ging um Rädern. Und das ist wichtig für Länder, die große Schwankungen der Temperatur haben. Das ist wichtig für den Asphalt. Es geht um das Puder auf den Rädern. Wir sehen nicht, dass es auf offene Ohren stieß im Griechenland. Im Gegenteil sehen wir, dass es im Ausland eine
große Nachfrage gibt. Und so geht das Geld nach außen. Leider, die griechische Gesetzgebung verbietet den Unternehmen, diese Puder zu machen, diese für die Reifen. Die Straßen werden öfter überholt werden und das kostet noch mehr für den Staat. Das heißt, wir also auch im Bereich der Sonnenenergie, wir werden bald ein sehr großes Projekt anfangen für sehr große Sonnenenergieparks. Es geht um 5 Millionen Euro. Es ist eine Kofinanzierung. Wir haben versucht, dies zu machen. Und die Antwort war folgende. Wir versuchen, die ausländischen Investoren zu überzeugen, dass das Risiko für Griechenland ist nicht das, was in den ausländischen Medien beschrieben wird. Gleichzeitig hat uns der Minister gesagt, dass er nochmal über die Preise nachdenkt, die Preise für die 25 Jahre der Photovoltaik. Das heißt, er hat eine neue Diskussion angefangen. Drittens, wir haben versucht zu investieren und zwar in das Recycling der Müll, also Müllmanagement. Und wir haben versucht, das auf lokale Ebene zu machen, auf Mykonos zum Beispiel. Sie sollten das Öl aus den Restaurants abends sammeln und das konnten wir recyceln. Und in dem Weg konnten wir Strom erzeugen für die Entsalzungsanlagen. Wir hätten das sogar auf das Festland bringen. Leider waren die Gesellschaften nicht so offen dafür. Sie haben natürlich auch kein Kapital. Vorher habe ich gehört, dass es auch von europäischer Seite Gelder gibt. Und ich weiß, dass 150 Millionen aus den Fonds nicht benutzt werden. Das geht hierbei für das Entwicklungsministerium in Griechenland. Sonst bleibt uns nicht mehr so viel Zeit für die anderen Teilnehmer. Aber erstmal vielen Dank für die Antwort. Sie hatten ja vorhin auch von einer... Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διακόπτετε. Vielen Dank für die Unterbrechung. Denn wenn ich weiterhin fortfahre, werde ich noch viel verärgerter. Also das Ergebnis ist, wir versuchen und tun und machen in Griechenland, aber wir kommen zu nichts. Wir müssen begreifen, dass eine sehr gute Arbeit gemacht werden muss und vor allem in dem öffentlichen Bereich muss man sehen, welche Sachen gemacht werden müssen. Aber ich sehe das nicht. Vielen Dank. Knapp, wie würden Sie denn die Äußerung von Herrn Haritakis einschätzen? Ganz spontan. Meinen Sie jetzt über die verschiedenen Versuche zu investieren und die Probleme? Ja, das ist ja natürlich ein Dauerthema, dass immer wieder die Dinge an den verschiedenen Entscheidungsträgern scheitern. Und die verschiedenen, ja, das hat sehr viele sehr komplizierte Gründe, die teilweise auch schon heute Morgen schon analysiert worden sind und die auch eben, deshalb ist ja diese Verwaltungsreform so wichtig, sonst kommen auch alle anderen Versuche des privaten Sektors auch nicht zum Tragen. Dann stelle ich doch gleich mal noch die Frage an Herrn Stathakis. Was sagt er zu den Äußerungen von Herrn Haritakis und vor allen Dingen zu den New Green Deal Ideen von Herrn Chrysogelos? Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Herr Haritaki gesagt hat. Aus einem einfachen Grund. Die Vorstellung, dass es einen Kreis von Privatinvestitionen gibt, der vom griechischen Staat gehemmt wird, gehört
nicht in diesem Sinne zu dieser Studie, weil das, was die griechische Wirtschaft charakterisiert, sind aufeinanderfolgende Kreise von Überinvestitionen in bestimmten Feldern. Das hat man im Tourismus gesehen in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts. Das hat man in den touristischen Wohnungen, Aufenthaltsräumen gesehen. Das hat man bei den Fernkommunikationen gesehen mit den Handys. Und der Wert der landwirtschaftlichen Produktion in Griechenland, wenn wir denken an eine Landwirtschaft, die in Zukunft produzieren wird, der Wert dieser Produktion ist 3,8% des BIPs. Der Wert der Mobiltelefone in Griechenland ist 3,5% des BIPs. Also wir haben aufeinanderfolgende Kreise von Überinvestitionen und der Staat, da wir von einer Wirtschaft sprechen mit einem sehr fragilen Umweltsystem, der Staat versucht, eine strenge Gesetzgebung zu haben, die auch nicht immer angewandt wird. Und das ist eine große Frage. Ich lebe auf Kreta, ich weiß schon, wie das aussieht. Ich weiß, dass 38% der Insel Natura ist. Das ist kein Witz. Und dieser Angriff, der jetzt gemacht wird von den verschiedenen Interessen, Unternehmensinteressen auf der Insel, betrifft bestimmte Sachen, nämlich dass erneuerbare Energien eingesetzt werden und dass die Zonen erweitert werden, in denen für touristische Zwecke gebaut werden kann. Es geht heutzutage ausschließlich um den Gebrauch der Erde. Der neue Kreis dieser Überinvestition betrifft den Bausektor und den Sektor für erneuerbare Energien. Der Staat, der als Hindernis dasteht, tut das aus zwei Gründen. Die man in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat. Diese Analysen sind sehr vereinfacht. In der griechischen Gesellschaft muss man sehen, dass diese Probleme viel komplexer aussehen. Herr Stathakis, ich gebe das Wort weiter an Dr. Jens Bastian, wie er denn auf die Ideen oder die Äußerungen seiner Vorredner jetzt reagiert. Also auch nochmal ganz speziell zum Thema New Green Deal. Ist das etwas, was die EU Taskforce mit in Betracht zieht? Wie immer ein Green Deal oder Red, Blue oder Yellow, wie immer er aussieht, er muss in Griechenland zunächst einmal verankert werden in einer Gesellschaft, die unter den jetzigen Bedingungen sehr viel mit sich selbst zu kämpfen hat. Das heißt, es muss eine Kommunikationsstrategie geben, die ich mir durchaus auch schon in den vergangenen Jahren etwas früher gewünscht hätte. Das ist, und da werde ich immer wieder mal daran erinnert, dass ich in meinem Gastland mir wünsche, dass wir da mehr Lockerungsübungen schon wesentlich früher, ob das nun Green oder wie auch immer die Farbstellung dieses Deals ist, früher durchgeführt hätten. Auf der anderen Seite erscheint es mir sehr wichtig festzuhalten in diesem Zusammenhang, ein Green Deal muss eine Investitionskomponente haben. Eine Arbeitsplatzelemente. Es muss eine klare wirtschaftspolitische Komponente angesprochen, eine Strategie identifiziert werden. Es geht darum, zum Beispiel im Bereich des Steuerwesens, wird in Griechenland bei einem neuen Haus und der Entscheidung der Besitzer, Photovoltaik auf das Haus zu stellen, bei einem neuen Haus gibt es eine steuerliche Ermäßigung. Wir als Hausbesitzer in Griechenland mit meiner Frau, die wir schon etwas länger das Haus besitzen, wenn wir uns entschließen, Photovoltaik aufs Dach zu tun, kriegen wir keine Steuerermäßigung. Da fängt Green New Deal im Einzelnen vor Ort an. Nicht so sehr visionär, sondern gerade da, wo wir heute Anreizsysteme schaffen müssen für Bürgerinnen und Bürger, die diesen Schritt in der Tat machen wollen. Denn Griechenland hat die Voraussetzungen dafür. Ich könnte noch viel mehr sagen, ich mache es später in der Diskussion.
Das ist ganz lieb, Herr Dr. Jens Bastian. Wir haben unseren letzten Redner auch, möchte ich noch kurz zu Wort kommen lassen. Und dann würde ich gerne auch noch für Fragen ins Publikum geben. Ich möchte aber ganz gerne noch Herrn Chrysogelos zu Wort kommen lassen. Ja, wie reagiert er denn jetzt auf seine Vorredner und deren Kritikpunkte? Das Green New Deal sieht sicherlich anders aus in Deutschland als in Griechenland. Und das, was in Griechenland geschehen muss, ist eine größere Beteiligung der lokalen Gesellschaft und der Peripherieinstitutionen an Investitionsplanungen. Es gibt tatsächlich eine Tradition der Verweigerung der in Griechenland, weil es schon viele Fehler gegeben hat auf strategischer Ebene, weil es viele Stereotypen gibt auf lokalen Gemeinden. Aber die einzige Art und Weise, diese Situation zu ändern, ist durch die Teilnahme an den Planungen, an den Vorgesprächen. Es ist oft so, dass die lokalen Gesellschaften solche neue Investitionen oder Pläne als eine Art Eingriff sehen. In Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern gibt es Modelle, die viel stärker partizipatorisch funktionieren, sodass die verschiedenen Gesellschaftsträger sich beteiligen können. Also wir können das nicht getrennt sehen. Wir müssen das im Zusammenhang sehen mit der gesellschaftlichen Kohärenz. Ansonsten stehen wir vor Reaktionen, die oft übertrieben sind, aber die unmittelbar damit zu tun haben, mit dem Modell, wie diese Investitionen realisiert werden sollen. Also der gesellschaftliche Sektor, der muss sich stärken und dann auch das Recycling zum Beispiel oder die ökologische Wiederbelebung der Städte. Da muss auch die Verwaltung mit einer Vision und einer Strategie funktionieren und auch Arbeitsplätze bieten, vor allem den jungen Menschen, die bereit sind, solche Projekte zu realisieren und solche Visionen zu übernehmen, aber kein Geld verfügen. Und es wäre auch wichtig, dass dieses Deal den jungen Menschen Arbeitsplätze bietet, vor allem jungen Menschen, weil sie auch neue Werte vertreten, aber keine Gelder haben, um solche Initiativen im Privatsektor zu ergreifen. Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir jetzt ganz viele Fragen noch haben, vor allen Dingen von jungen Leuten, die aufgefordert wurden, neue Ideen zu haben. Wir nehmen auch gerne erstmal aus der zweiten Reihe eine Frage. Ich möchte Herrn Haritakis darum bitten, dass er uns den Namen seiner Firma, seines Unternehmens nennt, sodass wir diese vorziehen. Die Gesellschaft, die ich vertrete, ist das einzige Fund in Griechenland mit einer Verwaltung von 300 Milliarden Euro und Millionen Euro und wird kombiniert mit einer Finanzierung der Europäischen Union und der Europäischen Regierung zu einem Sechstel. Die 5/6 des Gesamtkapitals kommen von Privatanlegern, die wir effektiv verwalten. Der Name der Gesellschaft ist, ich glaube, das brauche ich nicht so sagen. Wir arbeiten mit den 4 größten Finanzinstituten im Land und wir leisten Investitionen vor allem für Hochtechnologie, für grüne Energie und für andere Bereiche, von denen wir halten, dass sie eine gute Perspektive haben. Gibt es, glaube ich, noch eine Nachfrage? Ja, keine Nachfrage. Mein Name ist Uffe-Dieter Klemm. Bisher ist noch nicht das Thema angesprochen der ausländischen und der illegalen Arbeiter in Griechenland. Wie man hört, gibt es auf etwa 10 Millionen Griechen 1 Million Ausländer. Und das ist ein riesiger Sektor der Nebenökonomie. Ich war im September ein paar Tage
auf der schönen Insel Santorini. In dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, war nur der Direktor Grieche. Derjenige, der die Koffer getragen hat, war ein Ingenieur aus Bukarest. Die Putzfrauen kamen aus Bulgarien. Das heißt, da ist ein gewaltiger Sektor und auch Arbeitsplätze, die von Leuten eingenommen werden, die keine Steuern zahlen, die keine IKA zahlen, also keine Sozialversicherung. Und ich wüsste gerne mal von dem Panel, wie man mit diesem Problem umgeht. Denn wir haben auf der einen Seite das Phänomen, diese illegale Beschäftigung in Griechenland, eine große Jugendarbeitslosigkeit und eine neue Emigration von Arbeitnehmern ins Ausland. Vielen Dank. Zunächst sollten wir etwas klären. Das sind keine illegalen Einwanderer aus Bulgarien oder Rumänien. Sie arbeiten legal, sie bezahlen Sozialabgaben, und zwar 32% der Einnahmen der Sozialversicherung in Griechenland kommt von den legalen Einwanderern. Das Hotel auf Santorini und der Tourismus sowie auch zum Teil die Landwirtschaft, die auch einen saisonalen Charakter haben kann. Da haben wir ein gemischtes System und das ist eine Realität. Und es ist auch etwas komplexer. Aber es gibt ein strukturelles Problem hinsichtlich der Arbeitslosigkeit bei der Jugend. Ein großer Teil der Jugend haben Universitätsabschlüsse. Und egal, was im anderen Teil des Marktes geschieht, es ist viel leichter in einer Zeit der tiefen Krise, dass dieser Teil der Jugend ins Ausland hingeht, anstatt in der Landwirtschaft zum Beispiel zu arbeiten. Das Problem bei der Jugendarbeitslosigkeit ist komplexer. Noch auf griechischer Seite hat man gerade für diese, sagen wir, haushaltsnahen Dienstleistungen und so weiter, die fast in allen Ländern an der Steuer vorbeimarschieren, jetzt ein ganz interessantes Konzept. Es hat noch nicht richtig angefangen. Ich weiß auch nicht, ob es letztlich in Griechenland funktionieren würde, aber die Idee ist eigentlich sehr gut. Man soll ja diese Leute dann mit Coupons bezahlen, die man meinetwegen am Kiosk kauft, und da ist dann EK und so weiter schon drin. Und diese Leute selbst, die also meinetwegen für viele Arbeitgeber jeweils für 2 Stunden in der Woche und so weiter arbeiten, können dann anschließend diese Coupons bei ihrer Sozialversicherung einreichen. Ob es in Griechenland letztlich funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber die Idee ist eigentlich gut, und dass da Deutschland auch ein Riesenproblem hat, könnte ich mir vorstellen, dass diese griechische Idee in Deutschland sehr gut funktionieren würde. Insofern kann auch das Know-how auch mal in die andere Richtung fließen. Nein. Ich möchte hinzufügen, dass paradoxerweise bin ich völlig einverstanden mit meinem Kollegen Chestathakis, und zwar zu 100%ig. Und darüber hinaus, der große Ausschluss der jungen Menschen aus dem Arbeitsmarkt hat nichts mit den ausländischen Arbeitnehmern in Griechenland zu tun, sondern mit denjenigen, die schon dort leben, die schon eine Arbeit haben. Das heißt, insgesamt die Mobilität des Arbeitsmarktes ist so klein, dass sie sie praktisch selbst zum Ausland hin zwingt, wo der Zugang zum Markt leichter ist. Das ist das größte Problem. Ich bin das Problem für den jungen Wissenschaftler und nicht der ausländische Kollege. Nein. Ich glaube, das haben die Vorredner auch gesagt. Die jungen Menschen sind Menschen, die Universität abgeschlossen haben. Viele von denen haben gute Kompetenzen und sie können nichts Innovatives finden, wo sie sich beschäftigen können. Viele von uns haben wahrscheinlich im Bau oder im Tourismus gearbeitet, als wir jung waren, als wir studiert haben. Aber das ist eine Übergangsphase, die bestimmte Jahre dauert. Da kann nicht die Zukunft daran liegen. Die Einwanderer in Griechenland sind nicht die Einwanderer,
Einwanderer wie in anderen Ländern von einer hohen Spezialisierung, die auch bestimmte Arbeitsplätze besetzen. In Griechenland haben wir das doppelte Problem, ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite populistische Kräfte, die dieses Thema angehen, um einen Einfluss zu gewinnen. Und anstatt zur Gesellschaft, zum Wohlstand der Gesellschaft beizutragen, versuchen sie einen Parteinutzen zu ziehen. Und zweitens, wir haben keine Politik in diesem Bereich, so dass die Gesellschaft tatsächlich davon profitiert kann. Und wissen Sie, sehr viele alte Menschen, die keine andere Unterstützung haben von einem Sozialstaat, haben zum Glück diese ausländischen Arbeitnehmer, die sie pflegen. Wenn wir ein besseres Gesundheits- und Versicherungssystem hätten, dann wäre die Situation anders. Aber wenn jetzt die Ausländer das Land verlassen, dann würden eventuell die Versicherungskassen zusammenkrachen. Ja, sorry. Excuse me. Zwei Fragen. Eine ganz präzise an Herrn Bastian. Sie haben ja uns sehr schön klar gemacht, dass Sie sozusagen eine Aufgabe haben, die sich qualitativ von der Troika unterscheidet. Haben Sie es geschafft, in Griechenland dieses Image auch darzustellen? Am Anfang gab es ja große Schwierigkeiten aufgrund des unverkennbar deutschen Namens Ihres Chefs, dass es hier wie ein Unterbataillon der Troika gesehen wurde. Haben Sie da irgendwie Ihr Image verbessern können und haben diese Attacken irgendwie sich abgeschwächt? Eine zweite Frage an alle. Bis jetzt haben wir noch nicht berührt das Thema der Privatisierung. Olli Rehn, der EU-Kommissar, hat vor wenigen Tagen als Beispiel für die Ineffektivität des griechischen Staates ausgerechnet das Scheitern des Privatisierungsprogramms angeführt, was ich für einen ausgemachten Schwachsinn halte. Warum kann sich Herr Papadimos nicht hinstellen und sagen, in Zeiten wie diesen kann man nicht privatisieren, es gibt keine Nachfrage und wenn jeder potenzielle Investor sowieso davon ausgeht, dass innerhalb des nächsten Jahres vielleicht die Drachma eingeführt wird, hat er überhaupt keinen Grund, irgendwas für Euro zu kaufen. Ist das nicht darzustellen und kann nicht eine Regierung auch den Mut haben, dies selbst dem EU-Kommissar in Brüssel mal klarzustellen? Das war zwei sehr große Fragen. Ich will darauf hinweisen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich bitte jeden Teilnehmer, seine Antworten so knapp wie möglich zu halten. Und die erste Frage war natürlich direkt an Herrn Jens Bastian gerichtet. Ich hoffe, dass wir mit den nächsten 5 Minuten auskommen. In der Tat, die Taskforce hat, wenn sie jetzt in den Kinderschuhen ist, immer noch einige Aufgaben vor sich. Dazu gehört auch, wie Sie zu Recht sagen, das Image-Problem. Ich glaube, das hat weniger mit der Taskforce zu tun, sondern ist eine Reflexion zunächst einmal dessen, der notwendigen Reparaturarbeiten, die im deutsch-griechischen Verhältnis notwendig sind. Wir kommen da in eine Situation hinein, dass wir innerhalb der Taskforce einfach erkennen müssen, dass in den vergangenen 2,5 Jahren ziemlich viele Scherben zwischen Berlin und Athen zu Bruch gegangen sind und dass diese Verantwortung dann auch anerkannt werden muss. Herr Reichenbach ist jemand, der versucht immer wieder deutlich zu machen, dass er als Kooperationspartner kommt, dass er versucht Hoffnung, Zusammenarbeit zu unterstreichen. Und dass wir in der Tat auch in einer Medienlandschaft in Griechenland zu gegenwärtigen haben, wo wir manchmal im Wind stehen. Das ist Teil der, ich würde sagen, Aufgabenbeschreibung. Und wir müssen da einfach eine harte Haut entwickeln und gleichzeitig immer versuchen, so wie wir es hier tun, deswegen bin ich gekommen, zu erklären, was sind wir und was sind wir nicht. Und ich glaube, ich sehe Sie da auch als Multiplikatoren, als Katalysatoren, die das mitnehmen können, sei es in Deutschland oder sei es in Griechenland, um solche Imagefragen oder auch Kompetenzfragen der Taskforce zu erklären. Deswegen können Sie mir auch dabei helfen. Danke. Herr Charitrakis, bitte ganz kurz zur Frage zu Olli Rehn. Ich möchte nicht auf das Warum antworten, warum keine Privatisierungen in Griechenland stattfinden. Aber ich versuche trotzdem eine Antwort zu geben. Es gibt eine
Illusion, dass nämlich die Privatisierung ein Transfer des Vermögens des griechischen Staates oder des jeweiligen Staates ist an einen Privatmann, der etwas Geld zur Verfügung hat und bezahlen kann. Das kann ich nicht sagen von einem Land, in dem gezeigt worden ist, dass die Privatisierung etwas anders ist. Ich kann nicht in Deutschland sein und nicht an die Treuhand denken. Also Privatisierung bedeutet einen Transfer der Rechte des öffentlichen Sektors mit dem Ziel, dass diese Unternehmen neu strukturiert werden und auch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und so, dass man insgesamt die Produktion erhöhen kann. Und wenn wir darauf warten zu sehen, was mit der Eisenbahn in Griechenland geschieht und wer einen guten Preis dafür bietet, die nichts wert sind heute, dann werden die Eisenbahn in Griechenland nie privatisiert. Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir die Eisenbahn schenken und auch nur mit der Verpflichtung, dass man sie neu strukturiert. Kommen Sie und machen Sie die besten Bahnen in Europa. So, dass man auch den Handel und die Produkte vom Piräus und zum Norden Europas hin transportieren können. Aber ich würde sagen, vergessen wir, was der Staat davon bekommt. Nichts wird er bekommen, nichts wird er verdienen. Aber die Produktion wird einen großen Nutzen für die gesamte Gesellschaft haben. Ich habe bereits geantwortet. Der Staat hat keine Unternehmen. Es ist ganz einfach. Das einzige Unternehmen, was wert ist, sind die Elektrizitätswerke. Und es gibt zwei Grundstücke, der Flughafen in Athen und die amerikanische Basis bei Heraklion, früher amerikanische. Ich glaube nicht, dass das wert ist. Es gibt nichts zum Verkaufen. Und als wir in Griechenland hörten, dass aus Privatisierungen 50 Milliarden kommen sollen, dann warteten wir darauf, dass wir diese Liste von Unternehmen und Immobilien sehen, die dieses Geld auch einbringen. Das haben wir nicht gesehen. Und wie Sie wissen, Immobilien, also Grundstücke, dürfen nicht verkauft werden. Das ist schon allein in der Verfassung verboten. Die können vermietet werden. Ja, vielleicht bauen wir noch zwei Casinos oder so am früheren Flughafen von Athen. Aber das ist wirklich keine ernsthafte Sache. Lassen wir noch die geschlossenen Berufe befreien, liberalisieren. Aber Entwicklung, Wachstum, das sind andere Sachen. Diese anderen sind genannt worden. Lassen Sie uns ein ernsthaftes Gespräch führen. Und bis dann können wir über Troika lachen und über diese 50 Milliarden und über dieses Katastrophen Programm, das keine realistische Politik hat. Und das Einzige, was das Memorandum realisiert, ist, dass im Jahr 2009 bekam ich 40.000 Euro als Professor, letztes Jahr bekam ich 26.000 und nächstes Jahr bekomme ich 22.000. Das ist das Memorandum. Ja, leider ist die Zeit wie im Flug vergangen. Ich bedanke mich bei meinen Teilnehmern. Ich hoffe, Sie haben viele neue Informationen mitgenommen und wir hoffen, dass Griechenland aus der Sackgasse wieder rauskommen wird.